Hallo, Sie sind auf dem Kanal Richtige Wahl. Heute bewerte ich den Panasonic TX24 LSW 504 Fernseher. Wenn Sie sich über den Preis informieren möchten, klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung des Videos. Wenn Sie bereits etwas über dieses Modell wissen, dann teilen Sie gerne ein paar Infos in den Kommentaren, sodass Sie anderen helfen, die richtige Wahl zu treffen. Vergessen Sie auch nicht, ein Like und ein Abo dazulassen. Lasst uns mit dem Test beginnen. Die Bildschirmdiagonale beträgt 24 Zoll. Bildschirmauflösung 1366x768 Pixel. Dieses Modell verwendet eine Matrix mit einer maximalen Farbtiefe von 8-Bit und Edge-LED-Hintergrundbeleuchtung. Die Bildwiederholfrequenz des Fernsehers beträgt 60 Hertz. Erleben Sie Action in beeindruckender Brillanz. Unsere Bright Panels sorgen für ein Heimkino-Erlebnis, wie von den Filmemachern beabsichtigt, unabhängig von den Lichtverhältnissen. Die LCD-Technologie von Panasonic garantiert eine atemberaubende Lichtstärke und eine gestochen scharfe Bildqualität, perfekt für jeden Raum. Für ein Fernseherlebnis mit naturgetreuen Farben. Die HD Color Engine des Fernsehers ist ein spezieller Bildverarbeitungschip, der naturgetreue Farben auf den Bildschirm bringt. Atemberaubende Inhalte wie Serien, Filme und Spiele werden für Sie zu neuem Leben erweckt. Die Farbe des Fernsehers ist ein Silber, er wiegt 3 Kilogramm und hat die folgenden Abmessungen. 55,2 cm in der Breite, 33,2 cm in der Höhe und 8,4 cm in der Tiefe. Und für die Wandmontage gibt es eine 200x100 VESA-Halterung. Das Fernsehgerät hat eine Energieeffizienzklasse von F. Es ist außerdem Energy Star und Rose zertifiziert. Die durchschnittliche Leistungsaufnahme bei normaler Nutzung beträgt 21 kWh pro Jahr. Auf der Rückseite des Fernsehers befinden sich folgende Anschlüsse. Zweimal USB 2.0, einmal Ethernet RJ45, zweimal HDMI 1.4, einmal Optical Audio Out, einmal AV Composite, einmal Antenna RF und einmal CI Plus 1.4. Dieses Fernsehgerät unterstützt außerdem die folgenden Kommunikationsstandards: LAN, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, DLNA und Bluetooth 5.0. Geben Sie Ihren kleinen Bildschirm auf Ihren großen Bildschirm wieder. Schalten Sie im Handumdrehen von Ihrem Smartphone, Tablet oder Laptop auf Ihren Fernseher um. Mit Chromecast Built-in können Sie alle Ihre Lieblingsfilme, Sendungen, Apps und Spiele und viel mehr auf Ihrem Fernseher übertragen. Der Fernseher verfügt über 2 Lautsprecher mit einer Gesamtausgangsleistung von 6 Watt. Das Heimkinosystem oder die Soundbar kann mit einem HDMI-Kabel über den optischen Audioausgang und mit einem HDMI-Kabel über EARC an den Fernseher angeschlossen werden. Unterhaltung auf dem großen Bildschirm mit entsprechendem Klang. Surround Sound. Öffnen Sie die Klangbühne und lassen Sie sich vom Soundtrack genauso mitreißen wie von der Action auf dem Bildschirm. Der Sound hilft dabei, Sie in das Geschehen eintauchen zu lassen und sich mehr in die Geschichte hineinzuversetzen. Der Fernseher wird über das Betriebssystem Android TV gesteuert. Das System unterstützt viele verschiedene Anwendungen und Streaming-Dienste. Schauen Sie Ihre Lieblingssendungen, steuern Sie sie per Sprachbefehl. Machen Sie mit Ihrer Stimme mehr aus Ihrem Fernseher. Drücken Sie die Taste Google Assistant auf Ihrer Fernbedienung, um schnell auf mehr als 400.000 Filme und Serien zuzugreifen, Empfehlungen passend zu Ihren Vorlieben zu erhalten, Smart Home Geräte zu steuern und vieles mehr. Sehen Sie Ihre Lieblingsserien auf Netflix. Wussten Sie, dass Sie Ihre Lieblingsserie auf Netflix ganz einfach vom Smartphone auf Ihren Fernseher von Panasonic übertragen können? Verbinden Sie einfach beide Geräte mit dem WLAN, tippen Sie auf das Cast-Symbol und schon kann es losgehen. Probieren Sie es doch einfach mal mit einer spannenden Folge von Stranger Things. Ich habe die Kundenrezensionen studiert und die negativen Punkte hervorgehoben. Die Montage der Standfüße war etwas hakelig, der Ton ist nicht so toll und zu hohe Verbrauch. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Die Installation ist schnell erledigt, das Bild des Panasonic ist sehr gut, schöner kleiner Fernseher und das Zappen durch die Menüs geht zügig genug. Das war's mit unserem Testbericht zum Panasonic TX24 LSW 504 Fernseher. Wenn Sie den aktuellen Preis dieses Modells wissen wollen, klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video. Dort finden Sie alle Links, die Sie brauchen. Teilen Sie uns gerne Ihre Meinung in den Kommentaren mit. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Kanal abonnieren und dem Video ein Like geben. Drücken Sie auf die Glocke, um das nächste Video nicht zu verpassen. Alles Gute und bis bald!